Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute bei Ihnen vortragen zu dürfen, begrüße Sie ganz herzlich und möchte mir heute mit Ihnen der Frage nachgehen, was Amokläufer antreibt und Ihnen dann auch einige dieser Ergebnisse vorstellen, die wir in den letzten Jahren im BMBF-Forschungsprojekt Target, Tat- und Fallanalysen hochexpressiver Gewalt, das ist der genaue Titel, gewonnen haben. Zunächst möchte ich aber mit Ihnen ein wenig diesen Begriff des Amok, die Definition von Amok generell problematisieren und danach auch nochmal auf diese gesellschaftlichen Dimensionen eingehen, die aus unserer Sicht sehr stark hereinspielen, wenn wir über so ein Phänomen wie Amok, schwerste Gewaltkriminalität, sprechen. Und dazu, um quasi diesen Begriff und dieses Phänomen Amok etwas zu problematisieren, lohnt es sich einfach, sich aktuelle Entwicklungen anzuschauen, weil man hat den Eindruck, dass insbesondere seit dem Sommer diesen Jahres auch nochmal verstärkt es notwendig geworden ist, über dieses Phänomen nachzudenken. Vor allem, wenn man mit Blick auf schwerste Gewaltverbrechen begangen durch Einzeltäter feststellt, dass sich da möglicherweise Veränderungen und Verschiebungen ergeben, die wir beobachten können und die eine präzise Beschreibung dieses Phänomens, eine Fassung dieses Phänomens grundsätzlich erschweren. Ich habe Ihnen mal hier 6 Fälle aufgeführt, die Sie alle vermutlich aus den Medien oder die meisten vermutlich aus den Medien kennen. Und ich möchte mit einem Fall anfangen, den Sie vermutlich nicht unbedingt kennen, wurde auch in den Medien berichtet darüber, aber ist schon etwas älter, was heißt etwas älter, circa 9 Jahre alt. Und zwar tötete ein 18-jähriger Schüler, PK Erik Auwinen, am 7. November 2007 insgesamt 8 Menschen in einem Schulzentrum in Jokela in Finnland und ist es quasi eines dieser typischen Schulamokläufe, von denen man spricht, die ausgehend von den USA sich eigentlich über die ganze Welt in den letzten 15 bis 20 Jahren sehr stark verbreitet haben. Aber was interessant ist an diesem Fall, dass wir in den Selbstzeugnissen dieses Täters eher eine konkrete Lesart seiner Tat nahelegt. Und da möchte ich auf etwas hinweisen, also ich einfach nur, um das kurz darzustellen. Er schreibt, auch wenn ich die Schule, ja, als Zielort meiner Tat ausgewählt habe, dann sind meine Motive für diesen Anschlag oder für dieses Attentat durchaus politisch und sehr viel tiefer und tiefgehender, als man gemeinhin denken könnte. Und deshalb möchte ich nicht, dass diese Tat als School Shooting bezeichnet wird. Als eine Tat, die quasi in diese Geschichte der Schulamokläufe sich einreiht. Sondern man bringt da alle möglichen anderen Motive, die ihn daran interessieren. Was ist interessant an diesem Selbstzeugnis? Nämlich, dass hier ein Schulamokläufer, ein Jugendlicher, ganz offensichtlich mit seiner Tat politische Motive verbindet. Und das ist etwas, was wir bei den weitergehenden Taten auch finden. Sie kennen, alle von Ihnen kennen sicherlich oder haben in Erinnerung die Tat von Anders Breivik am 22. Juli 2011 in Oslo und Utøya. Was bei dieser Tat interessant ist und was ich jetzt irgendwie über die weiteren Recherchen auch der Selbstzeugnisse, Anders Breivik hat umfangreiche Selbstzeugnisse hinterlassen, ganze Manuskripte, was sich darin gezeigt hat, dass für ihn eine sehr starke Motivation oder eine Vorbild für diese Tat die Tat an der Columbine High School in Littleton war. Das heißt, auch wenn man immer wieder darüber diskutiert, war diese Tat in Oslo oder Utøya in Norwegen, war das jetzt ein Terroranschlag oder war das ein Amoklauf? Ja? Und diese Frage, die hat sich schon, also diese Frage zu stellen, ist uns mittlerweile in der Wissenschaft ist eine Herausforderung, mit der wir jetzt schon seit einer ganzen Weile konfrontiert sind. Dass es nämlich kaum noch eine klare Abgrenzung gibt zwischen Formen von Amok und Formen von Schulamokläufen und Formen von terroristischen Anschlägen.
Und das können wir dann weiter verfolgen in Aurora am 20.07.2012 bei der Premiere des Batman-Films. Eine Tat, die im öffentlichen, also in einer öffentlichen Institution stattfand, nicht in einer Schule, gleichwohl inspiriert war von den Columbine-Attentaten. Oder andere Fälle, wo man darüber diskutieren kann, in Nizza in diesem Sommer, war das eine Amok-Tat oder war das ein terroristischer Anschlag? Ja? Also diese Art der Tatausübung mit einem Auto in Menschenmassen hineinrasen ist durchaus auch von anderen Amok-Taten bekannt als Tatmuster. Ne? Es ist allerdings hier anscheinend ein politischer Hintergrund mit zu vermuten. Noch interessanter ist, wenn wir uns die Tat in München angucken in diesem Sommer am 22.07. Auf den Tag genau, exakt 5 Jahre nach Breivik, tötete der 18-jährige Schüler David S. am 22. Juli 2016 bei einem Amoklauf oder Terroranschlag, wie man es auch immer bezeichnen will, im Olympia-Einkaufszentrum in München 9 Menschen und sich selbst. In seiner Wohnung fand man später das Buch von dem Psychiater Langman, Amok im Kopf, eine wissenschaftliche Untersuchung von School-Shootings in Amerika. Auch das ist übrigens ein Punkt, den man bei dieser ganzen Frage rund um diese Definition, um das Phänomen Amok nicht vergessen darf. Auch in den Fallakten, die wir untersucht haben, wurden häufig von Tätern wissenschaftliche Begriffe verwendet, die wir aus der Amok-Forschung, die wir überhaupt erst über die Amok-Forschung in die Wissen, also in die Öffentlichkeit hineintragen. Also es ist ein Thema, wo wir eine gegenseitige Beobachtung feststellen können zwischen Wissenschaftlern, Medien und den Tätern selbst und eine Vorbereitung auf die Tat, die genau im Grunde genommen diese also mögliche Reaktion von Wissenschaft, von Politik, von Gesellschaft vorwegnimmt und in die Tatplanung mit einkalkuliert. Und das ist die Schwierigkeit, mit der wir derzeit konfrontiert werden, auch wissenschaftlich. Zuletzt noch die Tat in Würzburg am 18.07. Ein minderjährig unbegleitet registrierter Flüchtling hat bei einem Anschlag in der Regionalbahn bei Würzburg 5 Menschen mit einem Beil und einem Messer verletzt. Aus der Kenntnis von sonstigen Schulamokläufen, die wir in Deutschland in den letzten Jahren hatten, ist mir, als ich das gehört habe, sofort der Fall Ansbach eingefallen, wo ein Schüler mit Beil und Messern bewaffnet quasi in die Schule hineingegangen ist, um dort den Schulamoklauf durchzuführen. Sie sehen also, bei all diesen Taten können wir fragen, um was handelt sich hier eigentlich? Was ist das eigentlich? Ist das Terror? Ist das Amok? Ist das möglicherweise Hate Crime oder Hasskriminalität? Sind das einfach nur Massenmorde? Häufig fällt die Antwort zunehmend schwer. Der Bundesinnenminister spricht mit Blick auf die Tat in Würzburg von einem Gewaltverbrechen im Grenzgebiet zwischen Amok und Terror. Und das ist genau im Grunde diese Einschätzung lässt sich aus wissenschaftlicher Sicht durchaus noch zuspitzen. Wir beobachten einfach, dass die Grenzen zwischen diesen verschiedenen Gewaltphänomenen verschwimmen, dass sogenannte Amokläufer ideologische Botschaften transportieren, ganz gezielt die Öffentlichkeit aufsuchen, dass sich terroristische Attentäter wiederum inspiriert zeigen von Schulamokläufern und dass sich vor allem eine gewisse Formähnlichkeit dieser Gewaltverbrechen irgendwie zeigt. Möglicherweise ist aber eine Lösung schon alleine dieses Problems, um was handelt es sich, einfach eine falsche Vorstellung von Amok oder besser gesagt eine falsche Verwendung des Begriffs Amok für diese Art von Tat. Weil wenn wir uns genau anschauen, was letztendlich die Definition von Amok ist, so lässt sich dieser Begriff ja zurückverführen in den malaiischen Raum und war dort quasi als Kampfruf unter Kriegern, als Kampfruf einzelner Personen, stammt aus diesem Kontext, die quasi mit dem Ruf Amok ihre Bereitschaft zum Töten kundtaten. Was sich dann seit dem 20. Jahrhundert auch mehr und mehr in Europa und in Amerika verbreitet hat. Und gewöhnlich definieren wir eine Amok-Tat als eine für Außenstehende plötzliche oder unverständlich oder ungewöhnlich aggressive Haltung, die zur Verletzung oder Tötung von Menschen führt. Und ich finde, Herr Albrecht hat das sehr schön dieses assoziative Verständnis von Amok ganz schön zusammengefasst in diesem Zitat. Es bezeichnet das Phänomen, dass ein Mann in rasender Enthemmung gleichsam in blinder Wut
alle, die auf die er zufällig trifft, ohne dass sie sich ihm sichtbar entgegenstellen, wie im Rausch angreift und tötet, so lange bis der Täter selbst aufgibt, zusammenbricht oder sich selbst tötet oder von anderen getötet wird. Also wir haben eine Vorstellung einer spontanen Gewalteruption, die überhaupt nicht vorherzusehen ist, die sich quasi aus einer plötzlichen situativen Konstellation ergibt und die für uns in keiner Art und Weise berechenbar ist. Und wenn man das Inventar psychischer Erkrankungen sich anschaut, das ICD-10, dort wird Amok definiert als eine willkürlich, anscheinend nicht provozierte Episode mörderisch oder erheblich destruktiven Verhaltens. Das ist die Definition oder das, was gewöhnlich unter diesem Begriff Amok verstanden wird. Schauen wir uns nun diese verschiedenen Fälle an, die ich Ihnen gezeigt habe, können wir feststellen, dass das überhaupt nichts zu tun hat mit dieser spontanen Gewalteruption. Ganz im Gegenteil, dass es sich um Taten handelt, die sehr, sehr lange im Vorfeld geplant werden, die sehr lange vorbereitet werden, die also überhaupt nichts mit Spontanität zu tun haben. Man kann sich also die Frage stellen, warum bezeichnen wir denn dann solche Gewalttaten überhaupt als Amok? Was ist der Sinn dahinter? Und aus meiner Sicht hat das etwas zu tun, dass wir hier versuchen, eine für uns als Außenstehende unerklärliche Gewalttat, schreckliche Gewalttat, in irgendeiner Art und Weise versuchen, für uns begrifflich, rational, handelbar zu machen, sie für uns in irgendeiner Art und Weise in unser Alltagsschema einzufügen. In Anlehnung an Philipp Remsmar kann man sagen, dass es bei Amok oder bei Gewalttaten, die als Amok bezeichnet werden, häufig, dass diese Gewalttaten meistens einer mehrfachen gesellschaftlichen Verklärung oder Verrätselung unterliegen. Wir haben zum einen hier eine quasi definitorische Verrätselung, in dem Amok als ein spontaner und unvorhersehbarer und ungezielter Gewaltausbruch verstanden wird. In der medialen Berichterstattung, teilweise auch der wissenschaftlichen Diskussion, hat sich das eben etabliert, dass man solche Taten als Amokläufe bezeichnet und das Phänomen generell unter diesem Begriff des Amoks fasst. Allerdings kann man eben feststellen, dass sie weder aus einem plötzlich emotionalen Impuls heraus resultieren, noch eigentlich die Opfer der Gewalttaten zufällig ausgewählt werden. Vielmehr geht einer solchen Attacke eben eine lange Entwicklung des Täters voraus und die Opfer bzw. das Ziel werden ganz genau ausgewählt. Es handelt sich also um gezielte Anschläge und nicht um spontane Gewalteskalationen. Dass ich im Grunde trotz dieser Erkenntnis eigentlich dieser Begriff immer noch hält und dass er weiter hartnäckig verwendet wird, lässt sich vermutlich nur dadurch erklären, dass es unserem Selbstverständnis und der Selbstbeschreibung unserer Gesellschaft widerspricht, dass es auch bei uns, meistens ja aus unserer Mitte, Gewaltformen gibt, die quasi dieser Gesellschaft entspringen und deren Existenz wir einfach so zur Kenntnis nehmen müssen, auch wenn sie direkt darauf abzielen, eigentlich der Gesellschaft heilige Objekte wie etwa Schulen, wo unsere Kinder aufgezogen werden, die darauf abzielen, solche Institutionen zu zerstören. Das ist aber Gewalt, die aus unserer Gesellschaft kommt, indem wir sagen, das ist Amok, das ist spontan, das ist rätselhaft, das ist irgendwie, das ist nicht vorhersehbar, müssen wir uns mit diesen Auswirkungen oder mit, besser gesagt, auch mit den Ursachen weniger beschäftigen. Die zweite Verrätselungsstrategie besteht darin, dass in den meisten Erklärungsansätzen eine Pathologisierung der Täter vorgenommen wird und sie als psychisch krank dargestellt werden. Auch hier muss man äußerst vorsichtig sein. Nach allem, wir haben auch in unserem eigenen Projekt sowohl eine Literatur-Review über sämtliche Studien, die international erschienen sind zum Thema Amok, eine Literatur-Recherche gemacht, uns diese Fälle systematisch nochmal angeschaut, diese Studien angeschaut und die empirischen Ergebnisse, die wirklich verlässlich für psychopathologische Störungen von Tätern sprechen, sind so gering, so verschwindend, dass man irgendwie davon überhaupt nicht ausgehen kann. Da es häufig zur Selbsttötung kommt, sind meist nur postmortale Autopsien möglich, also im Grunde eine psychologische Einschätzung, die nach dem Tod des Täters passiert. Und gerade da muss man, sie sind in ihrer Aussagekraft äußerst fragwürdig. Nur in wenigen Fällen war entweder eine psychische Erkrankung im Vorfeld eindeutig diagnostiziert oder im Nachhinein eine psychiatrische Begutachtung möglich, bei der dann wirklich eine psychische Erkrankung festgestellt werden konnte.
Die öffentliche Debatte und auch teilweise die Uneinigkeit der Gutachter hinsichtlich des psychischen Zustands von Herrn Breivik etwa zeigt sehr anschaulich, wie schwer es fällt, bei solchen Gewalttaten von Einzeltätern von einer psychischen Normalität auszugehen. Auch wenn die psychische Disposition mit Sicherheit für die Vorfeldentwicklung in irgendeiner Form eine Rolle spielt, also das soll jetzt überhaupt nicht abgestritten werden, dass das auch eine besondere Psychodynamik im Hintergrund zu beobachten ist, ist es allerdings so, dass allein die Disposition eine bestimmte psychische Disposition, so eine Tat, diese spätere Tat überhaupt nicht erklären kann, da zahlreiche Menschen mit einer ähnlichen Disposition ebenfalls also quasi leben und nicht zu einem derartigen Gewaltakt in der Lage sind. Also im Grunde so eine Pathologisierung als die Deutung und Erklärung eines sozialen Verhaltens als krankhaft eigentlich nur die Tendenz beinhaltet, die Verantwortung der Täter für ihr Handeln zu minimieren und zudem im Grunde uns eine Erklärung zu geben, die einfach ist, die nachvollziehbar ist, psychisch krank. Ja, da erklärt sich, warum jemand irgendwie so eine Gewalttat vorgenommen hat. Und schließlich, und das ist der letzte Punkt, auf den ich eingehen will, sie haben ja auch mit einer gewissen Rationalisierungsstrategie immer wieder zu tun. Das heißt, diese Gewalttaten werden in einer Zweck-Mittel-Relation gedacht. Das heißt, einzelne Erlebnisse aus der Lebensgeschichte seines Täters werden herausgegriffen und werden dann in den Zusammenhang gestellt mit der Tat als zum Beispiel individuellem Rachefeldzug, ja, also weil irgendwann eine Kränkung stattgefunden hat. Und man kann natürlich aus Selbstzeugnissen von Tätern solche Motivlagen durchaus rekonstruieren. Jedoch bleibt bei so einer Zuschreibung, so einer Rationalisierung eigentlich berücksichtigt, dass die Gewaltakte selbst eigentlich jede Zweckorientierung negieren oder überschreiten. Ja? Also im Grunde, weil ich in der Schule mal gekränkt wurde, am Schluss 20 Menschen umzubringen, steht ja in keinem Verhältnis. Also wie kann ich sagen, dass das irgendwie quasi der Grund ist, warum jemand so etwas tut? Es übersteigt einfach das, was uns normalerweise menschlich möglich ist, in Zweck und Mitteln zu denken. Es ist irrational oder es ist zumindest irgendwie schwer vorstellbar, hier eine rationale Ursache anzulegen. Der Grund liegt aus meiner Sicht, dass die derzeitige Gewaltforschung in Deutschland, aber auch in Amerika nach wie vor unglaublich täterorientiert arbeitet. Sie schaut sich vor allem die Täter an, sie stellt die Täter in den Mittelpunkt des wissenschaftlichen Interesses und geht von den Tätern aus und rekonstruiert dann aus den ihrer Lebensgeschichte im Grunde irgendwelche Ereignisse, die für diese Gewalttat retrospektiv dann vermutlich ausschlaggebend waren. Was dabei im Grunde abhanden kommt, ist, dass man auf die kommunikative Bedeutung dieser Taten achtet. Also darauf schaut, was sagt denn diese Tat der Gesellschaft? Oder gibt es da möglicherweise noch andere Adressaten, an die diese Tat gerichtet ist und nicht nur an die jeweiligen Opfer? Und das ist im Grunde genau der Ansatz, mit dem wir teilweise im Projekt Target gearbeitet haben und versucht haben zu schauen, wie könnten wir jetzt einen anderen quasi Zugang zu diesen Taten gewinnen? Ich selbst habe mich mal versucht daran zusammenzufassen, was wir bei solchen Taten finden. Und wir haben dafür den Begriff der exzessiven individuellen Gewalt gewählt. Exzessiv oder besser gesagt, man kann zusammenfassen, dass es sich eigentlich bei all diesen Schulamokläufen, die wir untersucht haben, aber auch bei vielen anderen Gewalttaten, die als Amokläufe tituliert werden, im öffentlichen Straßenland stattgefunden haben, in der Regel um gezielte Anschläge handelt, im öffentlichen Raum auf gewissermaßen symbolische Tatorte. Auf Tatorte, die in unserer Gesellschaft eine Rolle spielen. Einkaufszentren, Kinos, ne? All diese öffentliche Plätze, Schulen, ne? Immer öffentliche Institutionen mit Symbolcharakter, die unsere Gesellschaft in irgendeiner Form repräsentieren. Sie werden in der Regel verübt durch Einzeltäter, in der Regel männliche Angehörige der Mittelschicht. Und das ist noch interessant, gerade bei Schulamokläufen, die in der Regel nie vorher durch Gewalt aufgefallen sind, die in keiner Art und Weise vorher irgendwo gewalttätig waren. Und allein das schon ist faszinierend oder interessant. Wie kann jemand, der überhaupt gar keine Erfahrung mit Gewalt hat, der selbst noch nicht körperliche Gewalt in irgendeiner Form ausgeübt hat, auf einmal losgehen und so eine Gewalttat verüben. Exzessiv deshalb, weil wir dabei im Grunde eine sich von anderen Gewaltverbrechen abhebende exzessive, also eine Anlass- und Grundübersteigende Form von Gewalt vorfinden. Es ist eine zerstörerische Gewalt, bei der es vor allem darum geht, Menschen
einfach zu töten. Das ist Ziel und Zweck im Grunde der meisten dieser Taten. Und was auch noch interessant ist, das dürfen wir in der ganzen Diskussion, auch wenn wir häufig über diese Taten sprechen und viel auch in den Medien darüber gesprochen wird, es handelt sich um eine sehr seltene und unwahrscheinliche Form von Gewalt. Wir haben das mal für Schulamokläufe in Deutschland ausgerechnet und danach hätte eine deutsche Schule das Risiko, einmal in 40.526 Jahren Opfer eines Amoklaufs zu werden. Ja? Da fällt Ihnen eher ein Flugzeug auf den Kopf, als dass das irgendwie tatsächlich an der deutschen Schule stattfindet. Und das trifft genauso zu auf terroristische Angriffe von Einzeltätern in Deutschland. Auch das ist eigentlich ein verschwindend seltenes Phänomen. Natürlich mit unglaublicher Tragweite, wenn es denn passiert. Aber wenn wir uns anschauen, wie viele Verkehrstote es gibt, wie viele Menschen in anderen Kontexten im Haushalt umkommen, dann ist das irgendwie, stellt sich immer wieder die Frage, was wird da eigentlich gemacht? Warum beschäftigen wir uns mit diesem Thema so unglaublich tiefgründig, wo doch die Auswirkungen vergleichsweise mit anderen Phänomenen relativ gering sind. Um jetzt zu schauen, wie wir an diese exzessiven individuellen Gewalttaten näher herankommen und quasi sie versuchen auch nicht nur in ihrem nicht nur in ihrer Täterorientierung, nicht nur eine Täterorientierung vorzunehmen, nicht nur sich die Täter in ihrem Lebensverlauf anzuschauen, sondern insgesamt zu versuchen, auch diese kommunikative Bedeutung dieser Taten zu erfassen, haben wir versucht, einen Ansatz zu entwickeln, der vor allem die Gewaltsituation, die konkrete Situation der Gewalt in den Mittelpunkt stellt. Nicht die Vorgeschichte so stark, sondern erst einmal schaut, was ist denn in der konkreten Situation vorhanden und vor allem diese Situation danach befragen, was können wir da quasi auch kommunikativ draus ableiten. Ich versuche Ihnen das mal in einem kleinen Schaubild zu verdeutlichen. Ne? Normalerweise würden wir, oder es ist der Regelfall, dass in der Gewaltforschung geschaut wird, was ist mit dem Täter. Ne? Wir haben aber eine Gewaltsituation. Jede Situation, in der Gewalt ausgeübt wird, besteht aus mindestens drei Konstanten oder drei Beteiligten. Das ist auf jeden Fall auch das Opfer und das ist in vielen Fällen auch der Beiständer. Und der Beiständer, also derjenige, der in der Situation mit anwesend ist, hat auf viele dieser Gewaltverläufe einen unglaublich wichtigen Einfluss, weil er verändert häufig die Situation. Gerade bei Schulamokläufen kann man das sehr gut beobachten, dass meistens durch das Vorhandensein eines Dritten in der Situation, durch die Anwesenheit, sich auch diese Gewaltsituation insgesamt verändert und der Täter in einer anderen Art und Weise vorgeht. Das ist so das Erste der Geschichte. Normalerweise würde man sich jetzt in der Regel auf den Täter konzentrieren und danach fragen, was hat ihn denn dazu getrieben, wie kommt es denn dazu? Das verkennt, dass in der Regel ja noch jemand Viertes anwesend ist, nämlich wir. Wir als das Publikum, als quasi die Gesellschaft, als der Wissenschaftler, der dann sich auf diese Fälle kapriziert und sich das anschaut, der diese Gewaltsituation wahrnimmt. Und er nimmt sie nicht nur wahr, sondern er betitelt sie. Das heißt, er framet die Situation, er gibt der Situation einen Rahmen. Er sagt zum Beispiel, das war Amok, das war Terror, das war dies und jenes. Ja, das ist meistens dieses Spiel, was Sie so kurz nach der Tat dann in den Medien beobachten können, wo unglaublich schnell irgendwelche Diagnosen in die Welt gesetzt werden, irgendwelche Phänomene kreiert werden. Und was wir häufig eben nicht bedenken oder was in dieser ganzen Diskussion nicht zu wenig aus meiner Sicht bedacht wird, ist, dass dadurch natürlich auch möglich wird, dass der Täter sich mit der Tat an dieses Publikum direkt wendet. Dass es ihm gar nicht so sehr alleine nur um die Gewaltsituation geht, sondern dass es ihm darum geht, dem Publikum etwas mitzuteilen. Ja. Und das ist, wenn wir über die heutigen Fälle von Amokläufen, sowohl an Schulen als auch quasi außerhalb von Schulen oder dieser Mischung von Fällen zwischen Terror und Amok sprechen, was da das eigentlich Interessante und Wichtige ist. Ich möchte Ihnen jetzt basierend quasi auf dieser Sichtweise ein paar Ergebnisse vorstellen, die wir in diesem Projekt Target erzielt haben. Und was haben wir gemacht? Wir haben alle deutschen Fälle von Schulamokläufen aus den Jahren zwischen 1999 und 2012 uns angeschaut und sämtliche versuchten Tötungsdelikte, die im Schulkontext stattgefunden haben. Also es waren School-Shootings, die da in die Definition hineingekommen sind, waren das 11 Fälle und nochmal 8 Fälle von Tötungsdelikten im Schulkontext.
Die haben wir über eine Mediendatenbank identifiziert und schließlich zu uns zu all diesen Fällen staatsanwaltliche Ermittlungsakten besorgt, nebst Selbstzeugnissen, nebst Interviews teilweise. Das heißt, eine Datenlage, wie sie eigentlich in Deutschland noch nie existiert hat zu diesen Fällen. Und wir haben auch zeitgleich dazu noch eine weitere große Erhebung gemacht zu jugendlichen Mordfällen insgesamt, eine repräsentative Erhebung in Deutschland, um das vergleichen zu können. Auch das auf der Basis von Ermittlungsakten, also eine sehr, sehr hohe Datenqualität, wenn man dann so davon sprechen möchte. Und was wir getan haben, sind vor allem qualitative Einzelfallstudien. Kriterien waren, dass die Täter das 25. Lebensjahr nicht vollendet haben, dass es sich beim Tatort um die ehemalige Schule des Täters handelt, dass die Tat geplant war, also dass es sich nicht um situativ entwickelte Tatmotivation handelt, gab es aber auch wenige Fälle, die in diese Kategorie gefallen wären, dass der Täter bei der Tat potenzielle tödliche Waffen eingesetzt hat, dass die Tat sich nicht ausschließlich gegen eine Einzelperson richtete. Das waren so die Kriterien. Und auf dieser Grundlage haben wir eine Analyse vorgenommen. Also ich habe hier nochmal eine Auflistung. Die meisten dieser Fälle oder viele dieser Fälle werden Sie kennen. Da war der Fall in Erfurt dabei, der Fall in Winnenden, in St. Augustin, in Ludwigshafen und noch einige Fälle, die vielleicht eher unbekannter sind, weil auch die Auswirkungen nicht so stark sind, aber die durchaus quasi in diese Kategorien hineingefallen sind. Und noch weitere Fälle, die wir ebenfalls recherchiert haben und die ebenfalls auch in Schulen oder im schulischen Kontext stattgefunden haben, aber wo eben nicht Einzelpersonen, also wo Einzelpersonen angegriffen wurden und nicht unbedingt so mehrere Personen. So viel zu einer quasi zur Datenanalyse oder zur Methode. Und was wir jetzt vor allem gemacht haben als allererstes, war uns die Tatsituation anzuschauen. Und das ist schon mal ganz, ganz interessant, dass wir nämlich eine Reihe von Gemeinsamkeiten finden, aber auch sehr viele Unterschiede. Und wenn man sich das bei School-Shootings anguckt in Deutschland, dann kann man sagen, dass das also dass die durchschnittliche Dauer so eines Amoklaufes, so eines Schul-Amoklaufes oder Attentats 12 Minuten dauert. Also eine sehr, sehr kurze Zeitdauer, die überhaupt auch die Möglichkeit, wo es die Möglichkeit gibt, überhaupt einzugreifen. In der Regel drei Tote, drei Verletzte fordert. Wir haben in den 11 Fällen, die wir untersucht haben, in 6 Fällen Suizid, gab es einen Suizid des Täters. In den verbleibenden Fällen, da wurde zumindest eine Suizidabsicht deutlich, das konnte man sehr gut irgendwie auch herausarbeiten. In 7 von 11 Fällen wurden Schusswaffen gebraucht. Wenn man sich das nochmal genau analytisch anguckt, die einzelnen Tatsituationen, stellt man fest, dass es sich bei allen Taten um geplante und vorbereitete Taten handelt, die in Form eines Attentates verübt werden. Das heißt, einer unauffälligen Annäherung an die Opfer und einem plötzlich und für die Opfer unerwartetem Gewaltausbruch. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, in irgendeiner Art und Weise sich dagegen zu schützen, sondern teilweise haben die Täter sich erst im Schulgebäude umgezogen. Das heißt, sie waren auch nicht erkennbar auf dem Weg zur Schule, dass sie irgendetwas vorhaben. Und das hat bedeutet, dass quasi so ein Schulattentat davon geprägt ist, dass situationsbedingt schwache Personen angegriffen werden. Ja? Dass also quasi in der Situation, wo ich von etwas überrascht werde, da kann ich noch der tolle Wachmann mit der großen Pumpgun sein, werde ich keine Möglichkeit haben, in so einer Situation bin ich schwach gegenüber dem Täter, weil ich eben nicht vorbereitet bin. Wir finden immer wieder diese gleiche Logik. In den meisten Fällen gab es zum Beispiel eine Überbewaffnung der Täter. Das heißt, die Täter nehmen mehr Waffen mit zum Tatort, als sie tatsächlich gebrauchen. Und auch das dient dazu, in der Situation quasi die emotionale Übermacht zu gewinnen, sich gegen eigene Beeinträchtigung oder gegen eigene Einflüsse, die auf die Tatsituation einen Einfluss haben können, zu wappnen, dagegen irgendwie zu schützen. Wir finden bei allen Tätern in gewisser Weise selbst inszenatorische Elemente, dass sie also bestimmte besondere Kleidung anziehen, sich irgendwie verkleiden, teilweise in schwarzer Tarnmontur schwarze Kleidung anziehen oder eine Tarnkleidung anziehen, sich soll also irgendwie so ein soldatisches Outfit geben, dass sie irgendwelche T-Shirts mit Slogan tragen, irgendwelche diese Dinge. Das heißt, sie inszenieren sich. Ne? In dem einen Fall war das ganz ganz vehement, dass dann quasi Rauchbomben und Nebelbomben geworfen wurden vorher, dass quasi wie in so einem Actionfilm der Täter aus dem Nebel hervortritt und dann quasi mit seiner
mit seiner Pumpgun aus der Hüfte heraus auf Personen geschossen hat. Also wirklich so inszenatorische Elemente beinhalten diese Tatsituationen, wie man sie eher aus Filmen kennt. Wir finden bei allen Taten Beeinflussungen durch situative Elemente. Das kann sein, dass zum Beispiel eine Tür zu ist, durch die der Täter geplant hat, eigentlich in ein Gebäude einzudringen. In der einen Situation trifft er jemanden, einen Bekannten. In der anderen Situation trifft er ein Familienmitglied. Also er muss mit Situationen, mit Dingen umgehen in der Situation, auf die er nicht vorbereitet ist und was meistens dann auch den Tatverlauf in irgendeiner Art und Weise irritiert. Allerdings mindestens genauso viele Gemeinsamkeiten, wie man bei den Taten findet, findet man auch Unterschiede. Das heißt, schon allein die Opferwahl ist sehr unterschiedlich, ob einzelne Personen gezielt angegriffen werden oder ob es quasi einfach wahllos Personen angegriffen werden, ob Angriffe nur auf Lehrer stattfinden oder auch auf Schüler, all das unterscheidet sich. Die Frage, wie kompetent der Täter vorgeht, also in manchen Fällen hatten wir Täter, die überhaupt, also quasi wenn es jetzt um die Gewaltkompetenz im Sinne einer, ich brauche wenige Schüsse oder ich muss nah herangehen an die Person, um sie zu treffen und solche Sachen. Also wenn es um die pure Gewaltkompetenz geht, findet man ganz große Unterschiede. Sehr inkompetente Täter, sehr kompetente Täter, sehr unterschiedlich. Der Handlungsrhythmus ist teilweise sehr unterschiedlich gewesen. Auch der Inszenierungsgrad war sehr unterschiedlich. Also wie stark letztendlich jemand sich verkleidet hat oder das Ganze inszeniert hat. Und was wir vor allem gefunden haben, dass auch die Frage, wurden mit der Tat für Kommunikationen geäußert? Gab es da jemanden, der irgendwie während der Tat gesprochen hatte, Ausrufe getätigt hat oder eben Slogans auf seinem T-Shirt hatte oder vorher Abschiedsbriefe vorbereitet hat, die er ins Internet gestellt hat oder so etwas in der Art? Also konkrete Botschaften, die der Täter platzieren wollte. Auch das unterscheidet sich sehr. Und was sich gezeigt hat, dass wir vor allem zwei Kategorien finden, nämlich die Opferwahl und die intentierte Tatkommunikation, die es uns möglich machen, ganz gezielt eigentlich unter diesen Fällen Unterscheidungen vorzunehmen. Wenn man das nämlich hier in so einem Vierfeldertafel sich anschaut, gibt es halt, können wir gerade hier bei diesen beiden Kategorien zwei wichtige Unterschiede feststellen. Zum einen, ganz viele Täter oder viele Täter haben personalisiert Opfer angegriffen. Zwar mehrere, aber Personen, die sie vorher kannten, mit denen sie in irgendeiner Art von Konflikt waren. Ja? Währenddessen andere Täter wirklich generalisiert zumindest eine Gruppe, die Gruppe der Schüler, die Gruppe der Lehrer oder die Gruppe der aller Personen, die an der Schule anwesend sind, angegriffen hat. Das ist schon ein großer Unterschied. Und das zweite war im Grunde die Frage, wie stark war die Tatkommunikation intendiert? Also wie stark wollte der Täter mit der Tat eine Botschaft noch an Dritte senden? Wie stark finden wir da quasi Selbstzeugnisse, die darauf hindeuten oder eben Ausrufe in der Situation? Und aus dieser quasi, aus diesen beiden Kategorien lassen sich eigentlich drei Typen von Gewalt feststellen oder drei Typen von Schulattentaten typisieren, die sich untereinander unglaublich unterscheiden und wo wir sagen würden, dass wir überhaupt nicht mehr von einem einheitlichen Phänomen Schulamoklauf sprechen können, sondern dass einzelne dieser Typen viel stärker Gemeinsamkeiten haben mit anderen Formen von Gewalt, die wir auch aus anderen Kontexten kennen. Der erste Typ sind sogenannte demonstrative Attentate. Demonstrative Attentate folgen einer generalisierten Opferwahl. Das heißt, die Opfer werden ohne, also das wird ein bestimmter Opferpool wird angegriffen, nicht unbedingt einzelne Personen. Wir haben ganz unglaublich umfangreiche Botschaften, die an die Gesellschaft gesendet werden, wie zum Beispiel veröffentlichte Selbstzeugnisse, diverse Arten von Abschiedsbriefen, und so weiter. Also da gibt es wirklich ein breites Sortiment. Die Gewalttaten sind häufig nicht besonders effektiv ausgeübt. Und zwar vermutlich aus dem Grund, weil sie eigentlich einem sozialen Sinn folgen. Denn es geht hier nicht so sehr darum, jemanden wirklich also zu töten, sondern bei diesen demonstrativen Taten ist die Tat selbst eigentlich nur Mittel zum Zweck, etwas zu kommunizieren, nämlich sich selbst darzustellen, sich selbst auszuzeichnen. Es ist im Grunde eine Gewaltaufführung, die sich an jemand Drittes wendet. Ja. Wir haben bei diesen Tätern häufig eine sehr starke Identifikation und Orientierung an sogenannten jugendkulturellen Skripten oder
jugendkulturellen Vorbildern, dass wir feststellen, dass sie zum Beispiel in sehr starkem Maße frühere School-Shooter oder frühere Schul-Amokläufer heroisieren, dass sie quasi wie so eine Art Privataltar haben, dass sie denen nachfolgen, dass sie sich mit denen identifizieren. Vor allem die Columbine-Attentäter spielen da eine sehr große Rolle bei solchen Schulattentaten. Dass es im Grunde eine kollektive Bewegung gibt oder sie sich vermeintlich einer kollektiven, auch wenn die teilweise virtuell vorgestellt ist, nur einer kollektiven Bewegung anschließen, nämlich der Revolution der Ausgestoßenen. Das ist ein Slogan, mit der von den Columbine-Attentätern geprägt wurde. Und diese Gruppe hat auch, diese Art von Täter hat sehr starke Online-Kontakte mit anderen virtuell, also mit einer virtuellen Gruppe. Es findet da virtuelle Vergemeinschaftung statt. Personen, die ebenfalls School-Shootings toll finden, Schul-Amokläufe auf YouTube begeistert feiern und so weiter und so fort. Ich habe hier auch ein paar Beispiele. Man kann hier sehen zum Beispiel, das ist der Ausspruch der beiden Columbine-Attentäter Harris und Klebold. Die schreiben, we will kickstart a revolution. Ihnen ging es darum, eine Revolution anzuzetteln. Ja? Eine Revolution von Schülern, die sich ausgegrenzt fühlen an ihren Schulen, von allen gemobbt fühlen und so weiter. Und jetzt kann man hier so ein bisschen die Auszüge von deutschen Schulattentätern lesen. Ihr habt diese Schlacht begonnen, nicht ich. Meine Handlungen sind ein Resultat eurer Welt, eine Welt, die mich nicht so sein lassen will, wie ich bin. Ich will meinen Teil zur Revolution der Ausgestoßenen beitragen. Ja? Da schließt jemand unmittelbar an diesen Ausspruch der Columbine-Täter an. Oder hier, ich werde als Erster mit Schreckschusswaffen Amok laufen. Das wird zwar dann wieder eine Diskussion über unser Waffengesetz geben, aber mir kann das ja dann egal sein. Ja? Hier nimmt der Täter schon vorweg, dass danach quasi eine Diskussion um das Waffengesetz angezettelt wird. Und darum geht es ihm, ja? dass er diesen bleibenden Eindruck, diese Berühmtheit erlangt und dass er diesen Eindruck hinterlässt. Oder jedes Jahr gedenke ich denen, die wirklich getreten wurden, Eric und Dylan, also die beiden Attentäter aus Columbine. Zu mir ist die Welt ungerecht, zu Rap und Wodka war die Welt ungerecht, zu meinen Freunden ist die Welt ungerecht. Ja? Eine direkte Bezugnahme auf die Columbine-Attentäter. Das ist das, was wir bei diesen demonstrativen Taten finden. Hier geht es darum, diese Botschaft weiter in die Welt zu tragen. Dann haben wir Beziehungsgewalttaten. Auch das etwas, was gerade den größten Teil der Gewalttaten an Schulen, von Schulattentaten umfasst. Das sind im Grunde in der Regel Personen, Angriffe auf einzelne Personen, die nicht austauschbar sind. Das heißt, hier findet eine personalisierte Opferwahl statt, wo ganz konkrete Personen angegriffen werden, die mit denen die Täter in einer Beziehung vorher standen und die genau aus diesem Grund auch angegriffen werden. Wir finden meistens eine effektive Gewaltausübung und auch hier ist im Grunde ein ganz konkreter sozialer Sinn erkennbar, nämlich dass es meistens eine personifizierte Rache für erlittenes Unrecht dahinter vermutet wird oder ein Widerstand gegen die Unentrinnbarkeit der persönlichen Beziehung. Also man kann sagen, bei diesen Beziehungsgewalttaten ist das Opfer eben nicht austauschbar. Es ist im Grunde kein Opfer im strengen Sinne, das einfach nur auf seinen Opferstatus reduziert wird, sondern es ist als Person wichtig. Und diese Schüler, die wehren sich hier genau gegen diese überstarken Persönlichkeiten, gegen diese überstarken persönlichen Beziehungen, aus denen sie quasi selbst nicht entrinnen können. In diesen Fällen haben wir sehr lange Vorfeldphasen, aber nur kurze Vorbereitungsphasen und häufig finden wir gerade bei diesen Tätern, ist der einzige Faktor, der dazu führt, dass sie solche Gewalttaten ausüben, tatsächlich, dass bei den Eltern Waffen im Schrank zu Hause rumstehen und es ist ihnen einfach ein leichtes war, im Grunde an Waffen zu kommen. Wir finden hier überhaupt gar keine Identifikationsmuster mit irgendwie School-Shootings oder so anderen gewaltaffinen Strömungen zum Teil schon, aber nicht unbedingt mit School-Shootings und es wird auch überhaupt gar keine Botschaft hinterlassen. Keinerlei Ansätze dazu. Und schließlich eine dritte Form von Attentaten, zum Beispiel in Erfurt und Winnenden augenscheinlich, wo wir davon ausgehen müssen, dass hier eigentlich eben kein sozialer Sinn erkennbar ist. Das heißt, wir finden keine intendierten Botschaften, zumindest nicht in einer stark ausgeprägten Art und Weise, wie das bei anderen Fällen zu beobachten war. Es ist eine hocheffektive Gewaltausübung festzustellen, ein jahrelanger Planungs- und Vorbereitungsprozess, aber eben auch nur eine geringe Identifikation
mit früheren School-Shootern oder nachweisbaren Recherchen. Das findet man auch bei diesen Taten, aber eben keine direkte Bezugnahme. Und man hat das Gefühl, dass es sich hier bei Taten handelt, die eben nicht so stark das soziale Verhältnis zu irgendjemandem im Mittelpunkt steht, sondern das Selbstverhältnis, das Verhältnis zu sich selbst. Hier geht es um Taten, die verübt werden, um sich selbst von etwas zu befreien, nämlich von einer Art von Selbstwahrnehmung, nicht angemessen vom Täter empfunden wird. Vielleicht so viel erstmal zu diesen Typen. Das heißt, Sie sehen, man kann anhand der Frage, wie stark quasi nach außen hin kommuniziert wird, sehr gut diese Taten unterscheiden. Und bei den demonstrativen Taten finden wir eine große Ähnlichkeit zu terroristischen Anschlägen oder zu Anschlägen oder Attentaten, die vor dem Hintergrund terroristischer Taten begangen oder terroristischer Ideen begangen werden, also mit dem Ziel, eine konkrete Botschaft an die Gesellschaft zu senden. Die Beziehungsgewalttaten haben ganz viel Ähnlichkeit mit Gewalttaten, die wir auch sonst im Beziehungskontext finden, nur dass sie halt mit dem Unterschied, dass sie an der Schule stattgefunden haben und was eigentlich wirklich nur ein ganz geringer Teil der Taten ist, dass sie quasi so eine selbstreferenzielle Note haben, wie bei diesem dritten Typ. Wir haben uns dann die Vorfeldentwicklung angeschaut dieser Taten und können dort auch eine klare unterschiedliche Wege feststellen und eigentlich auch immer wieder gleiche Stationen, die Täter durchlaufen. Wir haben das hier versucht, in diesem Schaubild mal deutlich zu machen. Bei allen Tätern, die wir uns angeschaut haben, also insgesamt diesen 19 Fällen, findet das Ganze natürlich erstmal vor dem Hintergrund statt, dass wir es hier mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen zu tun haben, die generell in einem Identitäts- und Selbstfindungsprozess sich befinden. Und was wir dann bei allen ebenfalls feststellen können, dass sie schon teilweise sehr früh im Verlauf ihrer Vorfeldentwicklung hin zu dieser Tat, teilweise wirklich bis zu 7, 8 Jahre vorher, irgendwann eine krisenhafte Dissonanz entwickelt haben oder eine krisenhafte Dissonanz empfunden haben, die eigentlich einfach nur einen Widerspruch beschreibt zwischen einer Erwartung, einer Kognition, die sie selbst hatten, einer Gerechtigkeitsnorm, einem bestimmten Selbstbild und einfach ihrem realen Erleben. Ja. Und das ist teilweise gepaart mit Kränkungserlebnissen, die sie direkt interpersonalen Beziehungen erfahren haben. Zum Teil aber auch nur quasi aus ihrer Selbstwahrnehmung geboren. Also im Grunde aus ihrer Vorstellung, etwas zu sein, was sie dann irgendwie in der Realität nicht sind. Ja. Da spielt natürlich die individuelle Disposition und auch die Sozialisation der Jugendlichen, ihre Biografie zum Teil eine Rolle. Nur entscheidend ist, dass sie immer wieder teilweise im weiteren Verlauf auf diese eine Situation vor Jahren rekurrieren, dass sie immer wieder dahin zurückgehen, dass sie immer wieder sagen, das war aber damals der Punkt, wo ich missachtet wurde, wo ich nicht richtig behandelt wurde. Und was wir nach diesem Ereignis sehen, dann lassen sich zwei verschiedene Wege aufspannen. Das eine eine Devianzspirale, das heißt, hier dieses Ereignis, wo diese Dissonanz empfunden wird, wird als extrem schamhaft empfunden. Also es sind sehr, sehr starke Schamgefühle im Mittelpunkt. Manche Jugendliche reagieren darauf sofort mit aggressivem Verhalten. Also die gehen quasi sofort auf diese Schamreaktion, wird versucht zu kompensieren über direkte Aggression. Und das führt dazu, dass sie zum Beispiel im schulischen Umfeld oder im Familienumfeld sanktioniert werden für ihr aggressives Verhalten, woraufhin sie noch aggressiver werden. Das heißt also, wir finden hier eine Zuspitzungsspirale von Aggression und Sanktionierung. Währenddessen bei den anderen Jugendlichen, bei dem anderen Typ, ist diese Devianzspirale zu beobachten bei den Beziehungsgewalttaten, also wo sich so ein persönlicher Konflikt einfach über einen längeren Zeitraum zuspitzt. Währenddessen die beiden anderen Typen bei demonstrativen Gewalttaten und bei diesen selbstreferenziellen Gewalttaten findet man eher einen sozialen Rückzug. Das heißt, jemand schämt sich und zieht sich komplett zurück aus seinem sozialen Umfeld. Und was jetzt bei beiden interessant zu beobachten ist, zumindest wenn man jetzt retrospektiv so Fallakten liest, dass die alle irgendwann einen Versuch unternehmen, in ihrem konkreten sozialen Umfeld oder in ihrem institutionellen Umfeld sich zu öffnen.
dass es quasi eine Möglichkeit gibt oder einen Moment gibt, wo die Jugendlichen sich nach außen hin, nach außen wenden und im Grunde genommen, man könnte sagen, so eine Art zumindest Versuch unternehmen, einen anderen Umgang damit zu finden. Das heißt, für diese Verlaufsform sind nicht so sehr im Grunde die konkreten Schamgefühle oder Wutgefühle alleine ausschlaggebend, sondern ausschlaggebend ist, dass der Umgang mit diesen Gefühlen nicht adäquat passiert, dass man sich im Grunde niemandem mitteilt, was man eigentlich empfindet. Und das findet aber in beiden Typen durchaus statt, nur es wird vom Umfeld nicht adäquat beantwortet. Es wird keine Lösung geboten, die im Grunde dem Jugendlichen von diesem Pfad irgendwie abbringt. Und wir haben, das hatte ich jetzt am Anfang nicht gesagt, wir haben im Rahmen dieses Target-Projektes auch sämtliche Anschlagspläne in Deutschland von quasi sogenannten islamistischen oder terroristischen Attentätern uns angeschaut. Und die Hinwendungswege oder Entstehenswege, die gleichen sich fast eins zu eins. Ja, das sind fast, es sind sehr, sehr ähnliche Entwicklungsschritte, sehr ähnliche Erlebnisse, die gemacht werden, Kränkungserlebnisse, Zurücksetzungserlebnisse, die dann im Grunde aufgegriffen werden, dort natürlich häufig noch verstärkt durch eine soziale Gruppe. Aber auch hier finden wir Verstärker, wie zum Beispiel eben virtuelle Gruppen, Chatrooms im Internet, wo man sich gegenseitig irgendwie quasi auch nochmal auf diesen Weg bringt, wo wir Vorlagen haben, die von außen quasi dann mit hineingehen in diesen Prozess. So viel zu diesen konkreten quasi Entwicklungsprozessen, die wir bei den Tätern selbst finden. Ich muss jetzt ganz kurz mal auf die Zeit schauen. Kann mir jemand eine Orientierung geben? Wie? Ja, 10 Minuten, okay. Okay, dann weil das ist natürlich nur die eine Geschichte und was ich jetzt gerade gemacht habe, ist im Grunde so ein bisschen zwar von den Tatsituationen auszugehen und ihnen auch zu zeigen, dass da quasi Kommunikation dahinter steht und dass das eigentlich Entscheidende ist, aber letztendlich ja dann doch wieder den individuellen Täter vorgestellt habe. Und die Frage ist eigentlich, wie kann es sein, dass jetzt jenseits quasi solcher Entwicklungswege, weil sie werden jetzt vielleicht hier drauf schauen und schauen, naja, Scham und Krisenerlebe, Kränkungserlebnisse in dem Jugendalter, das hatte ich auch, das haben sie, das hat jeder ihrer Nachbarn vermutlich in irgendeiner Form erlebt man hat da sicherlich auch mal Gewaltgedanken gehabt, aber dass das sich jetzt so zuspitzt und dass dann letztendlich daraus im Grunde so eine Art von Amoklauf resultiert, das ist doch dann irgendwie dann doch schon sehr speziell. Ja? Und da haben sie recht, weil wir haben nämlich hier eine Sache vergessen darzustellen, das ist nämlich die gesellschaftliche Einbettung im Grunde oder das gesellschaftliche Klima, die Attraktivität, die so eine Gewalttat hat. Ja. Und das ist ein Punkt, auf den man in jedem Falle eingehen muss, weil das eigentlich die große Schwierigkeit darstellt in der Prävention. Wir können unglaublich viel darüber reden, wie wir jetzt Jugendlichen in der Schule weiterhelfen, aber die eigentliche Problematik ist, dass diese Gewalttaten so unglaublich attraktiv sind. Die sind attraktiv und das können wir jederzeit beobachten, sobald wir irgendwie nach einer Tat den Fernseher anmachen, das Internet anmachen. Wie hat man anders als quasi über so eine Tat die Möglichkeit, einmal absolut berühmt zu sein und in irgendwie die globale Nachrichten zu bestimmen, irgendwie mit einer individuellen Leistung? Ja? So. Das passiert nur über quasi die Verstärkerwirkung, die Medien haben. Und das ist der eigentliche Punkt aus meiner Sicht, wo man ansetzen muss. Und ich kann Ihnen da zwei Beispiele bringen. Schaffen wir das eigentlich? Ich versuch's mal. Wir haben hier einen 18-Jährigen, der einen Anschlag auf seine ehemalige Schule begeht. Er stellt in der Nacht vor der Tat mehrere Videos mit Begründungen seiner Tat auf YouTube ein. Am Morgen lädt er eine Datei mit einem Abschiedsbrief und Teilen eines Tagebuchs auf eine Internetseite hoch. Danach fährt er an die Schule, zieht sich vor der Schule um, mit einer Kampfmantur, mit einer Gasmaske. Er wirft zunächst auf dem Schulhof Rohrbomben und Rauchgranaten, um dann wahllos mit einer Futterladerwaffe auf Schüler zu zielen und zu schießen. Vor dem Eingang zur Schule trifft er kurz seinen kleinen Bruder, schickt ihn nach Hause, dann betritt er die Schule, schießt auf den Hausmeister, geht durch die Schule, schießt auf mehrere Schüler, zündet weitere Rohrbomben und versucht dann im zweiten Obergeschoss der Schule in einen Chemieraum einzudringen, um dort quasi die Schule zur Explosion zu bringen, so sein Plan. Was dann nicht gelingt, weil er die Schultür, also diese Tür nicht aufbekommt zum Chemieraum und daraufhin bringt er sich selbst um. Das ist so der eine Fall.
den wir vielleicht dann alleine an der Schilderung vielleicht auch schon erkennen. Dann der zweite Fall, ein Schüler der 12. Klasse, der über lange Zeit in seinem Gymnasium von Schulkameraden gedemütigt und ausgegrenzt wurde, verübt einen Anschlag auf seine Peiniger. Nachdem er in der Mittagspause einen Streit mit seinem Vater hatte, kehrt er zum Nachmittagsunterricht mit einem sechsläufigen Revolver an die Schule zurück. Und in der Pause nach der ersten Schulstunde feuert er dreimal auf einen Schüler, danach zweimal auf einen zweiten Schüler und ein letzter Schuss verfehlt sein Ziel. Die restlichen Schüler waren nach den ersten Schüssen panisch aus dem Klassenraum gerannt und nachdem er den letzten Schuss abgegeben hat, setzt er sich neben sein Opfer und sagt, geht und ruft die Polizei. Die beiden Opfer überleben letztendlich die Tat. Zwei Schulamokläufe, würden Sie jetzt wahrscheinlich sagen, ohne Frage. Ne? Relativ ähnlich, wir erkennen da irgendwie einen persönlichen Grund möglicherweise. Ja, der Unterschied zwischen diesen beiden Fällen, um das aufzuklären, der erste ist der Fall Emstetten, der 2006 stattgefunden hat. Und dieser hier ist der Fall von Julius Becker, 1871, am Ludwigsgymnasium hier in Saarbrücken. Weshalb ein Historiker, ein örtlicher Historiker auch da quasi zugearbeitet hat und Herr Wettmann-Jungblut und gesagt hat, hier handelt es sich im Grunde um den ersten Amoklauf in Deutschland. Ja? Was wir uns jetzt aber mal genauer anschauen müssen, weshalb ich sagen würde, das ist zwar von der ersten Interpretation her richtig, aber was wir halt da nicht in Rechnung stellen, wie diese Gewalttat quasi überhaupt wahrgenommen wurde und wie mit ihr umgegangen wurde, ja? Weil das unterscheidet sich sehr stark. Während wir nämlich in dem Fallbeispiel A eine enorme mediale Aufmerksamkeit hatten, national, international, der Ministerpräsident und Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen war wenige Stunden nach der Tat irgendwie am Tatort, hatten wir 1871 ein paar emotionslose Kurzberichte in Tagesjournalen, durchaus auch über das Saarland hinweg, aber eigentlich kurze Notiz. Ja? Wir haben heute eine Waffenkultur, die eigentlich nur in eingegrenzten Segmenten, in Schützenvereinen gelebt wird und ansonsten eine sehr strenge Waffenkontrolle. 1871 hatte man eine dominante Waffenkultur. Jeder konnte im Grunde Waffen tragen. Es war ein einfaches für ihn, an Waffen heranzukommen. Es gab keine Waffenkontrolle. Heute, oder besser gesagt 2006, erscheint uns so eine Gewalttat als absolute Außeralltäglichkeit, weshalb sie uns betroffen macht, weshalb wir uns fragen, sind wir da irgendwie die Nächsten, die möglicherweise betroffen werden? 1871 war diese Gewalttat durchaus auch vor dem Hintergrund des Deutsch-Französischen Krieges zu sehen und für viele der Jugendlichen oder jungen Männer zu der damaligen Zeit war Gewalt im Krieg eine gewisse Normalität. Was wir jetzt besonders beachten müssen, ist, dass 2006 im Grunde ein jugendkulturelles Phänomen Schulamok existiert, was sich über das Internet unglaublich stark verbreitet hat, wo wir wahnsinnig viel lesen können. Sie können die gesamten Akten von Columbine, die Polizeiberichte im Internet irgendwie lesen. Ja, die können Sie sich da downloaden. Wir finden fast alle Selbstzeugnisse, die wir irgendwie von Tätern kennen, heutzutage im Netz. Sind alle verfügbar. Ja? Jeder kann das irgendwie sich angucken und kann schauen, ob das mit seiner Situation so ein bisschen übereinstimmt. Damals gab es keine wirklichen Vorbildtaten, allerdings natürlich eine gewisse Kriegsfaszination der Jugend. Und jetzt, und das ist vielleicht das Wichtigste, wie reagieren wir darauf? Vor allem mit Kontrollbemühungen. Nach Erfurt und Winnenden wurde jeweils zweimal das Waffengesetz verändert, also verschärft. Wir versuchen irgendwie Ego-Shooter zu verbieten oder andere Formen von Kontrollbemühungen zu machen. Wir fangen an, amok-sichere Türen an unseren Schulen anzubringen und Amok-Alarmknöpfe anzubringen und so weiter und so fort. Damals war quasi eine Deutung im Grunde, es handelt sich hier um ein übernatürliches Ereignis, was mit Gottes Hilfe glimpflich ausgegangen ist. Das war die Reaktion. So. Und was man daran sieht, ja, was man daran sieht eigentlich, wenn man das gegenüberhält, dass es vor allem unsere im Grunde gesellschaftliche Situation ist, die diese Taten eigentlich zu solchen besonders attraktiven Taten macht. Ja. Und das sind zum einen die Waffen, die Massenmedien. Hier sehen Sie irgendwie mal das Bild der beiden Columbine-Attentäter auf dem Time Magazine. Und Sie können sich auch den letzten Spiegel oder den aktuellen Spiegel kaufen, wo El Bagre, der Terrorverdächtige in Leipzig, überlebensgroß auf dem Spiegelcover abgebildet wird. Wir heroisieren unsere Gewalttäter, ja, oder potenzielle Gewalttäter. Das ist das, was tatsächlich stattfindet. Und wenn ich einmal aufs Spiegelcover kommen möchte, dann ist es natürlich irgendwie ein einfaches, auch darüber irgendwie, im Grunde, dann ist es natürlich eine unglaublich attraktive Bühne, die wir da bieten.
Und das kann man eben sehr gut beobachten, dass wir genau in den 80er, 90er Jahren, wo im Grunde eine Veränderung des kommerziellen Fernsehens und im Beginn des Internet stattgefunden hat, in den Amerika die allerersten Amokläufe stattgefunden haben, ne, die allerersten Schulamokläufe. Also ich sag mal so mit einer gewissen aufstrebenden Tendenz. Also es hat dann nach und nach immer stärker zugenommen. Wir haben eine Zunahme personalisierender, emotionalisierender und skandalisierender Berichterstattung, wo spektakuläre Gewalt höchste Medienaufmerksamkeit garantiert. Das kann man an ganz vielen Punkten ansehen. Also zum Beispiel Columbine-Attentat war das zweitwichtigste Medienevent in den 90er Jahren in den USA. Und das ist ein einfaches, das auch für Deutschland nachzuweisen, wenn wir an Schulamokläufe oder andere Formen von schwersten Gewaltanschlägen irgendwie denken. Das heißt, es ist attraktiv, ne? Also es wird dadurch sehr stark attraktiv. Der zweite Punkt, den man mit beobachten muss oder den man damit hinzunehmen muss, wir haben mittlerweile eben das Internet, was ja für viele schöne Sachen wunderbar auch geeignet ist, allerdings natürlich auch insofern seine Schattenseiten hat. Hier sind alles Bilder, die Täter vor der Tat in ihren eigenen Internetseiten oder hier auf YouTube gestellt haben mit Kommentaren, wo im Grunde sie ihre Schießübungen dokumentieren und quasi begeisterte Fans posten können, wie toll sie das finden. Das heißt, es gibt ganz viel Bestätigungsmöglichkeiten, die über das Internet entstanden sind. Weshalb man auch heute davon spricht, dass was auch der Zugang zu extremistischen Ideologien betrifft, dass es damit neue Möglichkeiten der Autoradikalisierung, der Selbstradikalisierung ohne soziale Gruppe möglich geworden sind. Es gibt eine Reihe von Chatrooms, Hassseiten, wo wir virtuelle Vergemeinschaftung erleben, also das, was man sonst vielleicht im Hinterzimmer gemacht hat, dass man sich gegenseitig unterstützt, seine politischen Überzeugungen irgendwie erstmal einprägt, dass das mittlerweile virtuell stattfindet. Und wir haben über das Netz auch unglaublich tolle Möglichkeiten der Selbstpräsentation, die aber auch von Gewalttätern genutzt werden zur eigenen Selbstpräsentation. Hier zum Beispiel auch wieder ein paar kurze Auszüge von deutschen Schoolshootern, was sie quasi so in ihren Chatprotokollen und so weiter erzählen. Habe gerade mit Over gechattet und über Amok mit ihm geredet. Habe ihn gefragt, wo ich eine Waffe herkriege. Keine Antwort. Habe ein Forum aus dem Amiland entdeckt, viele potenzielle Amokläufer da. Verstehen Sie? Die unterhalten sich darüber. Wo sind andere Amokläufer, mit denen man gemeinsam oder mit denen man sich gemeinsam unterhalten kann? Habe eine neue Website gefunden, wie Kill'em.org. Da habe ich von der Trenchcoat-Mafia-Sektion Deutschland gelesen. Außenseiter Deutschlands, vereinigt euch. Also da gibt es schon quasi Gruppen, die sich zu diesem Thema zusammenfinden. Ich will, dass ihr seht, was ich in den letzten Wochen meines Lebens mache. Wenn es euch interessiert, könnt ihr ja mal bei YouTube reinschauen. Da bin ich unter dem Namen German Schläfer zu finden. Ein Jugendlicher, der später seinen Lehrer umbringt, also einen Lehrer seiner ehemaligen Schule umbringt und an der Schule irgendwie auch auf mehrere andere Lehrer zugeht und versucht hat, einen Amoklauf umzusetzen. Und das war alles vorher auch im Netz im Grunde schon zu finden, zumindest für Gleichaltrige, die da unterwegs waren. Schließlich, und da bin ich jetzt fast am Ende, gibt es eine jugendkulturelle, man muss es noch nicht mal jugendkulturelle, sondern man kann ja sagen kulturelle Gewaltfaszination, die im Kontrast steht zu dem, was wir alles an Prävention betreiben. Hier habe ich mal einfach ein paar Bilder gegenübergestellt aus Filmen. Das ist ein Bild aus dem Spiel Call of Duty, ein sogenannter Ego-Shooter, wo man halt also quasi virtuell im Computer halt Personen abschießen kann im Rahmen eines Spiels. Das ist quasi das Filmplakat von Matrix, dem Kinofilm, den Sie, weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Und das sind die beiden Täter von Columbine in genau der gleichen Aufmachung mit genau diesem schwarzen langen Trenchcoat. Hier sehen Sie den Täter von Amstetten im Vergleich mal zu dem Bild aus Call of Duty. Hier ist ein Film mit Leonardo DiCaprio, Basketball Diaries, wo eine Szene dargestellt wird, wie er in den Klassenraum geht und alle seine Kameraden, die ihn irgendwie gestört haben, abschießt. Alles das sind ganz eindrückliche Bilder, die Vorbilder sind zum Teil. Vorbilder für Plots, wie diese Gewalttat quasi aufgebaut und inszeniert wird. Da findet man direkte Parallelen zur Tatgestaltung teilweise bei manchen Amokläufen, auch die in Deutschland stattgefunden haben.
Das heißt, es gibt eine unglaubliche Faszination auch in unserer Gesellschaft für Gewalt. Je weniger sie auftaucht, desto mehr sind wir eigentlich davon fasziniert. Desto mehr schauen wir Krimis, desto mehr schauen wir irgendwelche anderen Formen von Gewaltfilmen. Das heißt, es gibt einen gewissen, also es gibt auch ein Rollenvorbild, und das ist nämlich der einsame männliche Rächer, ja, der gegen eine ihn unterdrückende oder für irgendwelche anderen Ungerechtigkeiten zuständige Gesellschaft vorgeht, als ein Rollenstereotyp, ja, was attraktiv ist für junge Männer, gerade wenn sie sich in einer Situation wiederfinden, wo sie selbst überhaupt nicht mächtig sind, wo sie überhaupt nicht stark sind, wo sie überhaupt nicht männlich sind, ja. Es ist der Desperado, der im Grunde eine antisoziale Freiheit und quasi auch ein Gegenmodell zu einer gendersensiblen Moderne kennzeichnet, wo ich eben nicht irgendwie gleich bin wie das Mädchen, sondern wo ich mich beweisen kann als ein Held, als jemand, der irgendwie stark ist. Wir haben mittlerweile diese Spiele, die im Grunde auch so wie so ein Spielplatz sind, sich eine virtuelle Nebenrealität aufzubauen, die in Gewalt sich aus, die in Gewalt spielt und wo wir im Grunde, wo es die Möglichkeit für die Jugendlichen gibt, einfach auch ihre Reaktionsgeschwindigkeit zu stärken. Also viele der Jugendlichen haben diese Spiele gespielt. Man kann jetzt nicht sagen, dass das irgendetwas verursacht hat, aber sie haben zumindest gelernt, zielgenau quasi mit einer Waffe zu schießen, schnell zu reagieren. Das heißt, es gibt eine gewisse Faszination für, also eine Selbstfaszination oder Selbstermächtigung zur Gewalt. Also Gesetzgeber in eigener Sache zu sein, die Dinge, die einen stören, nicht so hinzunehmen, sondern irgendwie über Gewalt zu lösen. Das heißt im Grunde, es ist eine attraktive Lebensform, die im Grunde zur Teilnahme einlädt. Und das müssen wir uns eingestehen, dass das in unserer Gesellschaft durchaus der Fall ist, ja, dass das attraktiv ist. Hier sehen Sie nochmal auch mal eine Selbstdarstellung. 4 Täter, Amstetten, Jokela in Holland, ist ein anderer, in Finnland, das ist ein anderer finnischer Fall, das ist Virginia Tech Attentat und hier ein Filmplakat von The Replacement Killers. Einfach nur, lassen Sie es auf sich wirken, wie genau, im Grunde wie ähnlich letztendlich, wie auf einem Filmplakat sich die Täter selbst inszenieren und darstellen. Das lässt sich mich jetzt wirklich zum allerletzten Punkt kommen. Ach so, wir haben auch eine, kann ich noch kurz ergänzen. Das sind alleine die Filme, die über Amok in den letzten Jahren in den Kinos gekommen sind. Erst letzte Woche gab es wieder einen neuen Fernsehfilm zum Thema Amok, ne, glaube ich. Das sind die Theaterstücke und das sind längst nicht alle, die zum Thema in unserer Gesellschaft mittlerweile in Deutschland irgendwie entstanden sind. Also es ist unglaublich. Für ein Ereignis, was aller 40.556 Jahre an einer deutschen Schule tatsächlich stattfindet. Ja? So. Und zum Schluss, das ist mein Lieblingsbild, muss ich auch noch was zur Prävention generell sagen. Das ist der berühmte Amok-Alarm. Ja. Schöner gelber Knopf, hat einen gewissen Aufforderungscharakter, und wenn Sie quasi selbst Schüler wären, dann würden Sie dann einfach beischleichen und denken, naja, mal gucken, was passiert, müssten wir eigentlich mal drücken. Dort, wo der installiert wurde, ist das auch irgendwie häufiger der Fall gewesen, dass er gedrückt wurde. Das heißt, man muss auch überlegen, was machen wir eigentlich? Was machen wir eigentlich in Schulen? Ja? Wir bauen dann amok-sichere Türen ein. Wir tun solche Knöpfe installieren, um ein Ereignis zu verhindern, was aller 40.556 Jahre stattfindet an dieser Schule. Ja? So unglaubliche Steuermittel, die da reinfließen. Was das ganze Konjunkturpaket 2 damals ist im Grunde in den Schulen im Wesentlichen in die Amokprävention gegangen oder viele Teile davon. Und man muss sich fragen, was man damit macht. Man tut im Alltag von Kindern und Jugendlichen einen absoluten Ausnahmefall zur Normalität deklarieren, zur Normalität, die jeden Tag passieren kann. Ja? So, was erzeugen wir da eigentlich für eine irrationale Angst? Also das ist etwas, was mich sehr umtreibt, vor allem wenn man sieht, dass irgendwie die Anzahl von Lehrerstellen oder von Schulpsychologen, die in vielen dieser Fälle irgendetwas hätten ausrichten können, eben nicht groß erhöht werden. Oder wenn wir darüber nachdenken, dass ich alleine aus 5 oder 6 Fallakten Ihnen Beispiele zeigen kann, wo solche Amok-Alarmsysteme an den Schulen installiert wurden und nichts, aber auch gar nichts verhindert haben. Das heißt, für uns ist eben wichtig, dass wir in unserer gesellschaftlichen Ordnung, in der Moderne, Gewaltabstinenz als das Allerwichtigste erachten und dass wir Gewalt als ein prävenierbares Risiko verstehen. Auf der anderen Seite aber extrem fasziniert sind davon.
Gewaltprävention ist heute ein pädagogischer Imperativ. Und das ist auch wichtig, dass man natürlich mit Kindern und Jugendlichen darüber arbeitet oder damit arbeitet, wie man Dinge gewaltfrei irgendwie löst. Das ist überhaupt gar keine Frage. Was wir aber auch haben, dass wir halt eine absolute Ausweitung von Gewaltprävention in der Gesellschaft haben und damit natürlich auch nochmal, jetzt widersinnig, aber auch die Attraktivität, Gewalt auszuüben, erhöhen. Ja? Je stärker das ein Tabu ist, je stärker wir sagen, das kommt in unserer Gesellschaft nicht vor, umso höher die Attraktivität und selbst, also das Alleinstellungsmerkmal, was ein Täter davon tragen kann, Gewalt auszuüben, vor allem auf diese Art und Weise. Insofern kann man auch alle diese Taten lesen und sie lassen sich tatsächlich so lesen, als dass die Täter vorführen, wie unwirksam eigentlich diese ganzen Maßnahmen der Gewaltprävention sind. Es wird dargestellt, wie verletzbar und die machtüberlegene, aus Sicht des Täters machtüberlegene Gruppe, nämlich unsere Gesellschaft eigentlich ist. Damit möchte ich enden und ja, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.